Heute ist unser allererster Tag in Australien und wir haben direkt schon das allererste Highlight geplant, was man hier in Perth machen kann. Wir sind nämlich gestern in Perth gelandet und hatten heute unsere erste Nacht im Hostel. Das war alles ein bisschen aufregender, aber es war trotzdem super und jetzt freue ich mich mega auf den Tag. Wo geht's halt hin? Denn wir fahren heute zur schönsten Insel Western Australias und werden hoffentlich die glücklichsten Tiere der Welt erleben und sehen. Wir fahren nämlich nach Rottnest Island. Deswegen laufen wir jetzt gerade von unserem Hostel an die Fähre. Auch laute Motorräder gibt es hier in Australien. Genau, wir laufen jetzt von unserem Hostel an die Fähre und dann fahren wir, glaube ich, so 25 Minuten auf die Insel. Und falls ihr auch nach Perth kommt und noch nicht genau wisst, wo ihr bleiben sollt, also Fremantle lohnt sich da auch auf jeden Fall. Das ist eine total coole Studenten- und Backpackerstadt. Hier war gestern Abend auch einiges los. Also lohnt sich das auf jeden Fall hier auch mal für über Nacht vorbeizukommen, wenn ihr in Perth seid. Und für mich sind es immer noch die ersten 24 Stunden oder noch nicht mal 24 Stunden in Australien. Und es ist schon echt eine krasse Umstellung. Also wir waren jetzt fast 2 Jahre durchgehend in Asien. Und das Erste, was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass es einfach unglaublich sauber ist, unglaublich ruhig und dass irgendwie keine Menschen da sind. Also es sind schon ein paar Autos, die durch die Gegend fahren, aber einfach, wenn man durch Indonesien geht, durch die Philippinen oder so geht, die Leute leben halt auf der Straße. Es ist einfach, das Leben findet auf der Straße statt und das ist einfach schon ein krasser Unterschied, oder? Der Vorteil ist, auch wenn ihr aus Fremantle kommt, braucht die Fähre nur, glaube ich, 25 Minuten und ist ein bisschen günstiger, als wenn ihr direkt aus Perth fahrt. Da braucht die Fähre nämlich ein bisschen länger und für uns geht es jetzt schon los. Es ist 9:15 Uhr und 9:30 Uhr geht's los. Jetzt geht's auf die Fähre. Ein kleines Bildchen und was denkt ihr? Soll ich ohne Tablette? Soll ich mit Tablette? Ich glaube, ich weiß nicht. Ohne Tablette, mal schauen, was passiert. Ist auf jeden Fall sehr komfortabel. Wir sind übrigens mit Rottnest Express unterwegs. Es gibt auch noch einen anderen Anbieter, allerdings schenken die sich nicht viel. Ihr könnt einfach mal auf beiden Websites schauen. Die haben unterschiedliche Abfahrtzeiten, aber kosten exakt das gleiche. Und wir zahlen jetzt Return von Fremantle nach Rottnest Island 47 Euro pro Person. Der war so ein Wal. Der war ein Wal. Was für ein Wal? War das so ein Handball oder so? Kleiner war auf jeden Fall. Das war ein Wal. Der war ein Wal. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Wal gesehen. Oh mein Gott. Wir sind auf Rottnest Island angekommen und ja, wirklich unfassbar. Also keine 24 Stunden bin ich in Australien, sind wir in Australien und wir sehen beide das allererste Mal im Leben einen Wal. Also wirklich unfassbar. Es war ein Buckelwal. Ja, also wir sind so gefahren und auf einmal haben alle Leute so aufgerufen und die Fähre hat noch einmal gestoppt und haben alle so nach links geguckt. Wir dachten zuerst, es wären Delfine, weil das passiert ja auch echt wirklich oft, dass man so Delfine sieht bei der Fähre, aber es war dann einfach ein Wal. Also beide können unser Glück noch kaum fassen, aber jetzt leihen wir uns Fahrräder aus, glaube ich, beziehungsweise wir haben sie schon gemietet und müssen jetzt mal schauen, wo wir die genau ausleihen. Da vorne gibt es nämlich ein Office und da leihen wir für 30 Dollar pro Fahrrad ein Fahrrad für den ganzen Tag. Was vielleicht auch cool zu wissen ist, ihr könnt hier auf der Insel eure Trinkflaschen an verschiedenen Trinkflaschen, Spender, Stationen nachfüllen. Ich weiß es so genau, kostenlos ist sehr cool. Aber die eigentliche Frage, die uns jetzt beschäftigt ist, wann werden wir das erste Quokka sehen, oder? Ich glaube bald. Aber ich hoffe auch bald. Also ich sehe noch, sehe ich keins. Halte Ausschau. Noch kein Where is it? Bist du schon Quokka? Noch kein Quokka in Sicht. Bist du schon? Ist noch kein Quokka? Immer noch nicht? Immer noch kein Quokka in Sicht. Sorry.
but they had been sanitized, the salt, just the sand. I mean, just give it a So, wir haben unser Schnorchel-Gear, jetzt gibt es noch einmal Fins und danach haben wir unsere Bikes. Wir haben ein Medium und ein Large, also konnte man vorher so auswählen und es ist hier echt alles super organisiert. Jetzt gibt es hier noch die Flossen, wow, super große Auswahl. Ich glaube, wir brauchen, ich glaube, XL würde ich nehmen, oder? Hier sind dann Fins-Bikes. Das ist unser Fahrrad, das ist unser Fahrrad. Das ist stark. Passt so gut wie mein Scooter. Biking around. Wo sind die Quokkas? Wir halten Ausschau für die Quokkas. Wo sind die Quokkas? So, wir sind jetzt gerade an der Thompson Bay, sag ich mal. Da. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Exploren. Es geht auch über den Airport. Richtig crazy. Ich würde erstmal hier hinfahren. Dann Quokkas entdecken. Quokkas entdecken. Hast du schon Quokkas gesehen? Ja, aber von der Entfernung. Von der Entfernung erst. Noch näher sehen. Sehr chillig, sehr entspannt. Und es ist jetzt nicht heiß, es ist so frühlingshaft, würde ich sagen, oder? Ja, aber es ist einfach angenehm. Es lässt sich gut mit einem Jäckchen. Jäckchen, kurz Füßlein. Lässt sich gut aushalten. Wir sind jetzt am ersten Highlight des Tages angekommen, und zwar an den Henrietta Rocks. Und hier gibt es so ein richtig cooles Schiffswrack zu sehen. Sollten wir mal schnorcheln. Also, ich würde sagen, rein ins Wasser. Scheiße, das ist so kalt, ey. Oh mein Gott, aber es war richtig cool. Das ist so ein Wrack, das ist gar nicht so groß, irgendwie so vielleicht 10 Meter lang. Und da waren richtig viele, so große Fische. Wow. Und die sind super nah gekommen, also richtig krass. Aber es war schon cool, also hat sich gelohnt. Das Schnorcheln war echt richtig cool, aber jetzt geht es für uns auch schon weiter, weil wir haben immer noch keine richtigen Quokkas gesehen, aber wir haben uns jetzt zwei Punkte rausgesucht und fahren jetzt hier durch die, über die Insel. Wir waren jetzt gerade immer so im Aussichtspunkt und da konnte man so richtig geil so einen Korallenriff sehen, also richtig schön, und ich glaube, ich habe sogar einen Adler gesehen, da ein Foto von gemacht. Ich glaube, ich blende das hier mal ein. Und genau, wo fahren wir jetzt hin? Zum Little Salmon Bay. Wir haben jetzt Quokkas. Hier sind drei Stück oder so. Jetzt versuchen wir mal unser Glück. Es ist so schön, irgendwie hier zu sein und diese Quokkas beobachten zu dürfen, weil die sind echt total süß und total zutraulich. Allerdings sollte man die auf keinen Fall irgendwie anfassen oder füttern. Aber sonst machen die einem echt nichts und die sind so neugierig. Die kommen dann immer zu einem hin und so. Aber chase die dann auf keinen Fall oder so. Lass sie zu euch kommen und dann kriegt ihr vielleicht auch das berühmte Quokka-Selfie hin. Aber es ist auch einfach schön, die zu beobachten, weil die essen die ganze Zeit ihre kleinen Blättchen oder ihren kleinen Beeren. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, die sind so süß. Ich hätte am liebsten eins zu Hause. Ah, ich bin sehr happy, dass wir jetzt doch so ausführlich gesehen haben. Es ist echt so cool. Und wir hatten tatsächlich richtig Glück. Also irgendwie, hier gibt es auch so eine Buslinie und hat jetzt gerade eine Bus hier gehalten. Also es scheint hier wohl einer der
Quokka-Spot zu sein. Wir waren gerade ganz alleine da und jetzt sind schon ein paar mehr Leute da. Also ja, sind wirklich süße Tiere. Sind so süß. So und die kommen echt und alle sind... Oh. Ich wollte gerade sagen, alle sind total vorsichtig und da fasst eine sie an. Also Leute, nicht anfassen, nicht füttern. Die kommen auch zu euch, wenn sie genau. Das wollen. Wir sind jetzt gerade hier so ein bisschen im Stadtzentrum, würde ich sagen. Hier gibt es sogar einen Supermarkt, wo man echt alles kriegt. Also man hätte auch Brot, Dips, Oliven, Obst, Gemüse, kriegt man da alles im Supermarkt. Und hier gibt es dann auch eine Eisdiele. Und Subway tatsächlich sogar und andere Restaurants. Aber wir machen Backpacker-Art. Wir haben uns Riegel mitgebracht. Und ein paar Chips gibt es auch noch. Und jetzt machen wir hier eine kleine Pause und schauen uns die Quokkas überall an, die hier überall rumhüpfen. Also Laura hat es gerade schon gesagt, irgendwie am Anfang kommt man hierher und hat das Gefühl, man muss jetzt sofort mit den Quokkas ein Foto machen. Aber spätestens dann hier im Stadtkern, das sind wirklich so viele. Es sind viele. So viele Quokkas ja. Da. Aber ich weiß nicht, also wir waren jetzt ein bisschen außerhalb, wir haben unsere Quokkas quasi ein bisschen außerhalb getroffen. Und es war total schön, weil hier ist halt echt auf asphaltiertem Ground und super viele Menschen und die sind so an Menschen gewöhnt hier. Ja, sogar also, so, dass sie so ihre... Sucht euer perfektes Quokka. Ja, sogar so, dass sie hier mit den, also die frisch gewordenen Muttis hier auch rumhüpfen zwischen den ganzen Menschen. Wir haben gerade eben echt so eine Mutter gesehen, wo das Quokka dann so unten im Beutel war. Also ich glaube, es war echt mein erstes Beuteltier, was ich gesehen habe in meinem Leben in Feuerwildbahn. Und ja, echt total süß. Und es gibt auch ganz viele kleine Quokkas, die ja schon rumhüpfen, die jetzt nicht mit meiner Mama drin sind, aber auch unterwegs sind. Nach unserer etwas größeren Fahrradtour sind wir doch beide schon echt ein bisschen platt und ich glaube, wir werden jetzt hier den Rest des Tages am Pinky Beach bei so einem richtig coolen Lighthouse ein bisschen entspannen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind echt ein bisschen erschöpft und dann gegen Nachmittag wurde es nochmal richtig warm und heiß. Wir konnten hier am Strand einfach noch gemütlich entspannen und wir hoffen, dass euch unser Tag hier auf Rottnest Island gefallen hat. Und wenn es so ist, dann liked doch gerne unser Video und abonniert unseren Kanal, wenn ihr Teil unserer Reise werden wollt. Wir haben super viele coole neue Australien-Videos, die kommen werden und wir haben ganz viel im Petto, was kommt. Also stellt sicher, dass ihr den Kanal hier abonniert und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Thank you.